bei Emmabike TV. Heute möchten wir euch mal wieder ein neues Produkt vorstellen. Ihr seht es schon vor uns, hier die beiden wunderschönen DMD Rocket Helmets. Sie sind frisch eingetroffen heute. Das Modell gibt es in einem wunderschönen Glanzschwarz mit einem klaren Visier, entsprechend an der Position wie sein Vorbild der frühere Bell Helm, einrastbar. Die Helme des Modells Rocket besitzen auch wieder, wie von DMD bereits bekannt, einen Doppel-D-Ring-Verschluss. Der wohl sicherste Verschluss, nicht ganz der leichteste zu bedienste, aber dafür über Jahrzehnte federfrei zu bedienen. Ein Fiberglas-Gehäuse ist die Schale. Die Schale besitzt ein rausnehmbares Futter und die Helme liegen mit etwa 1250 bis 1300 Gramm im Leichtgewicht. So sieht der Helm getragen aus. Das Visier lässt sich einfach schließen und einfach wieder öffnen. Ansonsten ist zu den Helmen noch zu sagen, dass durch die Fiberglasschale eine Lebenszeit von vielen Jahren zu erwarten ist und man sicher am nächsten mit diesem an dem alten Bell-Modell herankommt. Vom Vergleich her können wir uns mal die Schale des klassischen DMD Vintage vergleichen. Hier haben wir beides die Größe M. Der Größenvergleich ist nicht mehr ist nur marginal, nicht wirklich groß. Die Größenunterschiede sind hier zu sehen. Ja, die Preise für den Rocket liegen bei 349 Euro und es handelt sich hier um einen wunderschönen Helm, wie man sehen kann, mit waschbarem Futter innen drin. Und dieser ist ab kommende Woche, das heißt ca. 20.06.2013 in unserem Shop unter www.emmabike.com lieferbar. Bis dann mal wieder in unserem Emmabike TV.